Es legt die Vermutung halt nahe, dass es irgendwo da unten ist. Das bin ich, Candidus. So, mach mal Licht, Gladys. Bitte. Danke. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass diese Statuette zum Hauptquest gehört. Hier sind wandelnde Seelen. Ich habe halt auch so das Gefühl, dass diese wandelnden Seelen sich verwandeln könnten. Sobald ich das Statuettenteil an mich nehme. Okay, Kultistenpult ist nicht. Hier in der Truhe ist auch nichts. Hinter dem Pult liegt auch nichts. Ah. Wandelnde Seele, wandelnde Seele. Ich habe aber extra nachgeguckt. Das Stück wird doch jetzt nicht einfach irgendwie verschwunden sein. Ich gucke noch mal kurz. Tut mir leid dafür. Was ist das hier? Nein. Statuettenpult.
Statuette. Hilft das vielleicht? Ich hatte da was gefunden. Gucken wir mal da. Hilft das? Ja, das hilft eher. Dip, dip, dip. Da, ein mysteriöser Fund. Okay, Blutberge. Wo gibt's den Torso? Ja, Blutberge Ruine sollte die irgendwo rumliegen. Es steht aber nicht wo. Und wir sind ja gerade in der Ruine der Blutberge. Ich habe aber keinen Torso. Nichts hier drin. Nichts hier drin. Gehen wir noch mal hier oben gucken. Nee. Den Torso habe ich jedoch nicht. Und ich sehe hier nichts rumliegen, was ich anklicken könnte. Entweder habe ich den hinten bei den Asseln da übersehen, wenn die da schon neu gespawnt waren. Um mir sozusagen einen Hinweis zu geben. Hey Kumpel, da ist noch was. Hier ist nichts.
Hier würde es hochgehen und hier waren die Asseln drin. Keine rissige Wand. Nix. Hier geht's nur wieder nach oben. Hier liegt auch nichts rum. Hier liegt nichts. Hier war nur die Zelle. Wir haben noch ein paar Wachräume, in die wir gucken können, aber... So überzeugt bin ich nicht, dass hier wo irgendwas drin ist. Aber ja, alle sagen, der Torso ist hier in der Blutbergruine und ich bin in der Blutbergruine. Oh so, wo versteckst du dich? Ja, hier drin haben wir auch schon geguckt. Wieder lustig, wie genau an dieser einen Stelle. Wisst ihr was? Bis zur nächsten Aufnahmesession. Also wir machen jetzt hier gleich einen Cut. Gucke ich nochmal, wo der Torso in den Blutbergen liegen sollte.
Und dann machen wir weiter. Also speichern wir jetzt hier erst einmal unter 00, nicht 000, sondern 008. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.